Schön, dass ihr da seid. Heute Abend, wir spielen wieder mal gegen das Wetter, gegen Netflix und alle anderen Streaming-Angebote nach einem langen Tag. Herzlich willkommen in der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, auch online. Alle, die die Hochschule noch nicht kennen, das ist eine kleine Hochschule seit seit 2,5 Jahren in Koblenz. Wir haben 3 staatlich anerkannte Studiengänge, einen Bachelor- und 2 Masterstudiengänge, die sich bewegen und beschäftigen im Feld Wirtschaft und kritische Sozialwissenschaft mit einem normativen Kompass. Das heißt, es geht um Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Transformation hin in eine möglichst gerechtere Gesellschaft, nachhaltigere Welt und eine solidarischere und demokratische Gemeinschaft oder Gesellschaft. Und diese Studiengänge richten sich einmal im Bachelor so relativ pluralökonomisch aus, allgemeiner, und dann gibt es einen Masterstudiengang, der eher einen unternehmerischen oder einen institutionsgestaltenden Zuschnitt hat, und ein anderer Masterstudiengang, der sich mit gesellschaftlichen Bewegungen, mit sozialen Bewegungen und Aktivismus beschäftigt und mit Gesellschaftsgestaltung. Und diese Campus-Talks machen wir immer mal wieder, wenn zum Beispiel spannende Lehrende im Haus sind. Also herzlich willkommen Mai, die früher hier gearbeitet hat und sogar auch einen Masterstudiengang mal absolviert hatte an der Hochschule, die jetzt hier ist für einen Lehrauftrag und sich bereit erklärt hat, einen Teil ihres Seminars mit uns und der Öffentlichkeit zu teilen. Und das freut mich immer sehr. Ich würde jetzt ein paar Sachen vorab noch sagen. Wenn ihr Interesse habt an der Hochschule, an einem Studienplatz, auch berufsbegleitend, könnt ihr gerne der Studienberatung schreiben. Die findet ihr auf unserer Homepage, stelle ich gleich auch in den Chat. Und wir machen Veranstaltungen weiterhin über den Winter. Zum Beispiel als nächstes haben wir Nina Treu zu Gast, Geschäftsführung von Greenpeace, am 8.11. mit einem Vortrag hier im Gewölbesaal. Und wir machen mit ATTAC eine Online-Fortbildung zu Bildungsmaterial, auch im Bereich ökonomische Bildung. Und wir veranstalten das erste Mal einen Kaffeeklatsch zu Sustainable Finance, also zu nachhaltiger Finanzierung und nachhaltiger Geldanlage am 17.11. Das sind so die nächsten Sachen. Und wenn euch das interessiert, gibt es da vorne eine Liste, da könnt ihr euch in den Newsletter eintragen, beziehungsweise findet ihr das online auch auf unserer Homepage im Dropdown-Menü unter Newsletter. Dann verpasst ihr nicht mehr, was hier so angeboten wird. Das mit den Getränken habe ich schon gesagt. Greift zu, spendet was, das kriegt der Studieverein. Ja, und dann bleibt mir nur noch ein thematischer Einstieg, denn wir fordern mehr Autounfälle, mehr Abschleppen. Das heißt dann mehr Reparaturen, mehr Arztbesuche, mehr Pflege, mehr Reha, mehr Beerdigungen und dadurch auch mehr Blumensträuße. Ist natürlich jetzt eine ironische Zuspitzung genau des Problems, was wir mit dem BIP, mit dem Bruttoinlandsprodukt haben, wenn wir es als Wachstumsindikator verstehen, dass es überhaupt nicht berücksichtigt, woher das Geld kommt, was damit passiert, auf was es alles einzahlt, welche negativen Kosten es hat, welche umweltzerstörerischen Prozesse. Es ist auch eigentlich egal, was gekauft wird, was damit passiert, wie lange das heil bleibt, ob das direkt wieder weggeschmissen wird. Das zahlt sozusagen alles ein auf dieses Bruttoinlandsprodukt und ist immer noch ein extrem bekannter Wohlstandsindikator. Also wahrscheinlich vergeht kein Tag, wo in den Nachrichten nicht mehrmals gesagt wird, Wohlstand ist gekoppelt an Wachstum, und das wird hauptsächlich gemessen über dieses BIP. Und insofern steckt da schon noch eine ganz starke Normativität drin, die aber als solche überhaupt nirgendwo aufscheint. Also es ist eher eine Behauptung. Das heißt, dieser Wohlstandsbegriff ist auch gekoppelt an eine ganz bestimmte Wirtschaftsweise, an ein ganz bestimmtes Messen von wirtschaftlichem Wachstum. Und es gibt Kritik daran, berechtigte. Und das ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Das passiert hier im Studiengang. Und eine Kritik daran ist eben, dass diese subjektive Zufriedenheit und Zufriedenheit generell, Wohlbefinden,
diesen Wachstumsbegriff zu koppeln, zunächst überhaupt erstmal problematisch ist. Und Mai beschäftigt sich eben mit einer Alternative, nämlich dem Bruttonationalglück, was vor allem so in Bhutan ausprobiert wird und ich auch selber jetzt ja, gespannt bin, davon mehr zu erfahren, ja, über diesen Indikator. Vielleicht noch ganz kurz was zu Mai. Ich habe eben schon gesagt, Mai hat hier studiert, ein Master, hat hier aber auch gearbeitet als Studiengangskoordinatorin und ist jetzt in Erlangen an der Uni, und zwar in der Organisationspädagogik, wenn ich es recht mich erinnere. Und ja, ihr geht es auch, du kannst ja gleich auch selber ein bisschen erzählen, aber ihr geht es vor allem um Subjektivierung, also die Frage, wie wirkt Außenwelt, welche solche Vorstellungen von Normalität prägen sozusagen die Subjekte und wie können sie auch für sich selber sorgen und sich da selber rausarbeiten und eine andere Sorge für sich selbst quasi leisten und das Ganze aber nicht nur im Individuum, sondern vor allem auch in Organisationen. Also wie können Unternehmen, wie können Organisationen sich anders, achtsamer, nachhaltiger, dialogischer aufstellen. Und das Dialogische ist vielleicht auch noch wichtig, ist was immer wieder durchscheint. Ich würde auch deine Homepage mal teilen. Ja, weil das halt auch ganz gut beschreibt, dass du dich halt schon als Brückenbauerin verstehst, ne? Also einerseits Analyse, Wirtschaftswissenschaft, andererseits Kreativität, Körperlichkeit, Achtsamkeitsübungen, Entspannungsübungen und diesen Gap, der oft aufgemacht wird zwischen Körper und Geist, gar nicht erst zulässt. Und das finde ich sehr spannend. Und ich glaube, dass du halt auch heute Abend uns davon ein bisschen vielleicht was berichten wirst. Am Ende steht noch, dass dir gemeinwohlorientierte Gesellschaftsgestaltung wichtig ist und du dich auch freiberuflich mit diesem Konzept des Gross National Happiness, genau, also dieses Bruttoinlands, Bruttonationalglücks beschäftigst. Deswegen freuen wir uns jetzt sehr, dass du hier bist und uns ein bisschen was darüber erzählst. Ich wünsche euch und uns einen spannenden Vortrag und einen schönen Abend. Und Rückfragen könnt ihr gerne später stellen. Dann machen wir so ein Gespräch auf. Viel Freude. Ja, vielen Dank, Sebastian, für die warmen Begrüßungsworte und auch ein herzliches Willkommen von mir. Teilweise haben wir schon 3 Stunden Seminar hinter uns und gehen jetzt in den etwas entspannteren Teil des Abends über. Und ich möchte erstmal damit beginnen zu sagen, was euch nicht erwarten wird. Ich habe nicht vor, irgendwas vorzurechnen. Ich habe auch nicht vor, euch zu verkaufen, dass Bruttonationalglück der Wohlstandsindikator schlechthin ist. Und ich habe gerade noch mal gedacht, als ich Sebastian zugehört habe, ich glaube, was ich hier mitgenommen habe aus dem Studium, als eine der wichtigsten Dinge ist, wie relevant es ist, immer mal wieder zurückzutreten und sich die Frage zu stellen, von welchem Fundament aus denke ich eigentlich die Dinge, die ich denke. Und darum soll es heute Abend eher gehen. Also wenn wir das Bruttoinlandsprodukt betrachten, was sind eigentlich die Grundlagen unseres Denkens, die dahinter liegen oder darunter liegen? Und da Bhutan zu nutzen als Sprung, mal in eine ganz andere Kultur einzutauchen, in ganz andere Traditionen, Denkweisen und zu schauen, was kann das uns eigentlich über den Begriff von Wohlstand sagen oder zumindest uns dazu einladen, neu darüber nachzudenken. Ich werde also, ich hätte es gar nicht mir vorstellen können, diesen tollen Sessel hier bekommen, weil ich nämlich tatsächlich vorhabe, eher so ein bisschen in was Erzählerisches reinzugehen. Meine Wahrnehmung ist, dass wir, je mehr Evidenz und Fakten wir zur Verfügung haben, desto mehr ist das auch irgendwie ein relevantes Kriterium, an dem gemessen wird, wie wichtig ist das, was ich eigentlich zu sagen habe. Und dadurch automatisch Geschichten, Mythen, Überlieferungen ein bisschen in den Hintergrund treten. Und mir geht es aber heute darum, genau eine nicht so faktenorientierte Geschichte zu erzählen, um mehr das zu betonen, was der dramaturgische Bogen ist oder was zwischen den Zeilen steht.
Und wir werden auf jeden Fall am Ende noch kritisch darüber ins Gespräch kommen. Das ist mir auch ein großes Anliegen. Und trotzdem möchte ich gerne erstmal in diese Märchenwelle eintauchen und damit auch anknüpfen an etwas, was hier sehr wichtig ist, nämlich den Aspekt der Imagination. Also wenn wir uns gar nicht vorstellen können, wie Dinge auch anders sein können, dann ist es extrem schwer, neue Schritte, neue Wege zu gehen. Und das ist etwas, was wir auch üben müssen und üben können, das immer wieder zu tun. Also, möchte ich beginnen und ihr könnt gerne jetzt die Präsentation starten. Also viele, viele gute Geschichten beginnen mit "Es war einmal vor langer, langer Zeit" und in diesem Fall auch in einem fernen, fernen Land. Es war ein weiser König. Warum der weise war, das werde ich später nochmal genauer erläutern. Jetzt möchte ich erstmal kurz wirklich auf das Land zu sprechen kommen, das er regiert hat. Also das kleine Land, das dieser König regierte, heißt Bhutan. Und ihr findet das auf der Karte, man sagt manchmal eingeklemmt zwischen China und Indien als zwei riesengroßen Staaten. Und dieses kleine Land hat einige Besonderheiten. Nicht nur, dass es im Himalaya liegt. Das kleine Land hat vor allem die Besonderheit, dass bereits 1729 es eine Gesetzesverankerung gab, dass die Regierung tatsächlich immer dafür sorgen muss, dass das Wohlbefinden aller Wesen befördert wird. Also alle Gesetze müssen in diesem Dienst stehen. Und alle Wesen ist hier wörtlich zu nehmen. Bhutan ist aktuell das einzige Land auf der Welt, was nicht nur CO2-neutral, sondern CO2-negativ ist. Das heißt, es wird mehr CO2 dort gespeichert als ausgestoßen. Und das liegt daran, dass gesetzlich verankert ist, dass immer mindestens 60% der Landfläche tatsächlich bewaldet sein müssen. Und es sind heute sogar 70%. Also das ist wirklich sehr, sehr hervorzuheben. Und es hat aber auch damit zu tun, dass die Natur insgesamt in Bhutan einen ganz anderen Stellenwert hat, als wir das vielleicht gewöhnt sind. Also wenn hier von Lebensformen oder allen Wesen gesprochen wird, dann schließt das ganz selbstverständlich die Natur und alle Elemente, die in irgendeiner Form fühlen können. Und da kann man jetzt auch tatsächlich Gestein oder sowas gar nicht ausschließen. Also es ist, dieses Land ist traditionell buddhistisch und es gibt im Buddhismus keine, nicht mal die Trennung zu sagen, dass Steine nicht fühlen können. Ja, also das ist wirklich die Grundlage, von der wir ausgehen. Also hier sind die Berge zu sehen. Bhutan gehört zu den Ländern mit wirklich 7000 Meter Gipfeln, die noch nie von Menschen bestiegen wurden, weil geglaubt wird, dass dort Gottheiten leben, die nicht gestört werden dürfen. Also da ist eine ganz respektvolle Haltung und das einfach vor dem Hintergrund, dass es eine gewisse Industrie gibt, wo es darum geht, eben die höchsten Berge der Welt zu erklimmen. Ja, ich sag mal, um uns als Menschen auch etwas zu beweisen. Dass Naturschutz so eine große Bedeutung hat in Bhutan, führt auch dazu, dass beispielsweise aus Indien gefährdete Tierarten dort Zuflucht finden. Und die werden zudem geschützt, weil es auch hier wieder gesetzliche Verankerungen gibt. Ich muss dazu sagen, dass es nicht alle glücklich macht in Bhutan, weil die Farmer dort auf jeden Fall zu kämpfen haben, damit, dass ja einfach auch Zerstörung passiert und die Natur Natur ist. Nichtsdestotrotz bleiben die Gesetze, wie sie sind. Dann ist Bhutan bedeutsam, weil tatsächlich es als eines der wenigen asiatischen Länder nie kolonialisiert wurde. Das heißt, wir haben eine relativ unzerstörte kulturelle Tradition. Ja, es gibt wenig Einflüsse, es gibt relativ wenig auch westliche Einflüsse hier und eine sehr stark erhaltene Kultur. Das zeigt sich ja in vielen Traditionen, aber das zeigt sich auch im Alltag ganz stark. Also es gibt immer noch sehr viel traditionelle Kleidung und die wird eben auch im Alltag noch getragen. Zu den Schattenseiten davon kommen wir später noch. Das durchaus bemerkenswerteste an Bhutan ist aber die Entwicklungsphilosophie und das Bruttonationalglück, zu dem ich jetzt kommen möchte. Und
zwar möchte ich jetzt wieder zurückkommen zu unserem weisen König am Anfang. Chikme Sigme Wangchuck, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig ausspreche, aber ungefähr so, ist tatsächlich bereits mit 16 Jahren auf den Thron gekommen, als sein Vater plötzlich verstorben ist. Und er war in dem Sinne weise, dass er sich tatsächlich von seiner Macht, die er plötzlich hatte, etwas überfordert gefühlt hat und nicht so richtig wusste, wie er jetzt damit umgehen soll. Und er war auch weise, weil er sich entschieden hat, erstmal 2 Jahre durch sein Land zu reisen und mit den Menschen zu sprechen, was sie eigentlich von ihm erwarten. Was brauchen sie eigentlich? Und er hat festgestellt, dass es da sehr große Unterschiede gibt, aber auch eine starke Gemeinsamkeit. Und zwar, dass alle Menschen am Ende des Tages glücklich sein möchten. Was auch immer Glück dann im Detail für sie bedeutet. Aber sie möchten glücklich sein und möglichst wenig Leid erleben. Er hat sich dann also die Frage gestellt, wie kann das zur Mission einer Regierung werden, das Glück der Menschen zu befördern? Das war erstmal wirklich nur eine abstrakte Idee. Und der Name des Bruttonationalglücks ist relativ spontan entstanden. In einem Interview, wo er auf das Bruttoinlandsprodukt angesprochen wurde und er dann, naja, relativ impulsiv gesagt hat, naja, das ist ja nicht so wichtig. Es hat natürlich den Hintergrund, dass Bhutan ein sehr, sehr armes Land ist und sie aus, ich sag mal, auch deutscher Sicht kein besonders hervorhebenswertes BIP vorweisen können. Aber er hat im Grunde hier ein Muster gesetzt und gesagt, das Bruttoinlandsprodukt zum Ziel zu erklären, ist möglicherweise nicht das, was uns als Nation wirklich in eine gute Entwicklungsrichtung führt, sondern Geld ist tatsächlich entscheidend, aber es sollte immer Mittel zum Zweck bleiben. Und das ist etwas, was mit dem BIP so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Also wenn wir beispielsweise das Gesundheitssystem anschauen, dann ist es total offensichtlich, dass Geld hilfreich ist, um das Wohlbefinden von Menschen zu unterstützen. Aber es sollte eben nie um das Wirtschaftswachstum per se gehen, weil was hat es für eine Bedeutung? Also die ist erstmal relativ leer. Also die Idee dieses Königs, das ist jetzt auf Englisch, aber ich werde ein bisschen was dazu sagen, ist also tatsächlich die Frage gewesen, wie kann Entwicklung passieren? Und es war total klar für ihn, dass Entwicklung passieren muss, weil es eine sehr hohe Armutsquote in Bhutan gab und auch immer noch gibt. Also es braucht Entwicklung, es braucht Verbesserung des Lebensstandards, aber das sollte nicht auf Kosten gehen der Ökologie und aber auch des sozialen Zusammenhalts der Gesellschaft und der kulturellen Tradition. Also diese Dinge zu erhalten und das von einem Standpunkt gesprochen, wo es ja auch schon sehr, sehr viele Modernisierungs- und Industrialisierungsprozesse weltweit gab, von denen man auch lernen kann. Also das war sozusagen sein Anspruch. Also wie können wir uns entwickeln, aber in Harmonie mit der Natur und in Harmonie miteinander. Er hat dafür erstmal ganz viele Menschen aus aller Welt zusammengerufen, um über dieses Thema und diese Frage zu diskutieren, wie das gehen kann. Und muss ich kurz gucken. Ich habe eben gesagt, es war eine Idee und das ist natürlich auch was, was direkt zum Vorwurf gemacht wurde. Also in einer Welt, in der wir gewöhnt sind, mit dem BIP zu messen, ist so eine Idee wie eben vorgestellt mit Harmonie und Balance erstmal, kommt vielleicht nicht so gut an oder es ist eine andere Sprache. Und das wurde ihm auch direkt zum Vorwurf gemacht. Diese Idee wurde das erste Mal tatsächlich in der UN eingebracht 2011 und ist auf relativ viel Resonanz gestoßen, aber eben mit der Einschränkung zu sagen, naja, aber es ist eben kein Messinstrument. Und so kam der Impuls auf zu sagen, okay, aber wie kann man diese Idee dann in ein Messinstrument packen? Bevor ich vorstelle, was sozusagen die Ergebnisse daraus sind, möchte ich aber erstmal einen kurzen Exkurs machen, dass wir uns klar sind, worüber wir eigentlich hier sprechen, wenn ich Glück sage. Sieht man jetzt, bei oben steht nur Glück, ihr verpasst also nichts. Wichtig ist hierbei, dass es im Grunde 2 zentrale Definitionen gibt. Ich glaube, ein Wort, was wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, ist Hedonismus. Also es geht eher um ein kurzfristiges Wohlbefinden. Ja, also ich tue etwas, was in mir gute Gefühle auslöst. Zum Beispiel, ich esse ein fantastisches Essen. Und da ist erstmal nichts Schlimmes bei, aber es ist eben klar,
dass es kurzfristig ist und dass es ja vielleicht auch eher impulsiv und nicht unbedingt eingebettet in ein größeres Ganzes und ethische Fragen ist. Auf der anderen Seite haben wir die Eudaimonia. Ich hatte nie Griechisch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage. Das ist im Grunde das Verständnis, dass Glück etwas ist, was wir vielleicht aus dem Philosophieunterricht als Glückseligkeit kennen. Etwas Langanhaltendes, etwas Tragendes, was im Grunde mit einem inneren Geisteszustand zu tun hat. Und wofür es Bedingungen braucht, die dann aber erhalten bleiben. Also kurz gesagt geht es darum zu unterscheiden, fühle ich mich glücklich oder bin ich glücklich? Und in Bhutan sind wir ganz klar auf dieser Seite des Glücklichseins. Das bedeutet also nicht, dass es mir nicht zwischendurch auch mal schlecht gehen kann. Und es bedeutet auch nicht, dass ich eben Bedingungen habe, die ich brauche für ein sinnerfülltes Leben, an denen ich kontinuierlich auch arbeiten muss. Die, ich sag mal, wie ein gut gepflegter Acker sind, auf dem dann schnell was wachsen kann. Wo aber auch natürlich immer mal eine Missernte passieren kann. Ja? Aber es geht eben darum, sich um diese Bedingungen zu sorgen. Und genau dieses Verständnis von Glück haben wir in Bhutan. Und es lässt sich nochmal unterteilen in drei Ebenen, die uns auch im Seminar jetzt immer mal wieder begleiten werden. Also erstmal die Frage, Harmonie ist schon rausgeklungen, dass es sehr viel um Harmonie geht. Ich bin in Harmonie mit mir. Also ich kann eine gewisse Integrität mit meinen Werten leben. Ja, ich muss nicht entgegen meiner Werte gehen. Harmonie mit anderen und der Gesellschaft. Also Entwicklung findet immer in sozialen Zusammenhängen statt. Und ich kann nicht glücklich sein, ohne dass die Menschen um mich herum glücklich sind. Oder ich kann nicht inmitten von Leid wirklich glücklich sein in diesem ethischen Sinne. Und dann das Dritte, was wir auch im Westen gerade gerne vergessen, wir sind in Verbundenheit mit allem anderen Leben um uns herum und wir sind auch in einer gewissen Abhängigkeit, aber in einer wechselseitigen Abhängigkeit. Und in diesem Bewusstsein kann ich auch nicht glücklich sein, während ich diese anderen Lebensformen um mich herum schädige. Auf dieser Grundlage sind in dem Versuch im Grunde, also vielleicht nochmal so gesagt, wir wollen einen Entwicklungsansatz, der verschiedene Dinge in Balance bringt, der äußere Bedingungen und innere Bedingungen, also auch die Fähigkeit, glücklich zu sein mit dem, was ich habe, in ein gutes Verhältnis bringt und auch beachtet, dass Menschen materielle Bedürfnisse haben, aber auch seelische und geistige Bedürfnisse haben, die beispielsweise in einem Konzept wie dem BIP auch nicht abgebildet werden können. Und der erste Schritt aus diesem Gedanken, ein Framework, einen Rahmen zu schaffen, war, diese vier Säulen zu entwickeln. Also das Bruttonationalglück baut auf vier Säulen auf. Und die sind jetzt alle nicht unbedingt neu. Also ich erzähle euch jetzt nichts großartig Neues. Wir haben, und damit möchte ich eigentlich beginnen, weil, und das ist vielleicht noch interessant, also diese vier Säulen, die sind tatsächlich in dieser Form erst 1998 entstanden. Also zwischen dieser allerersten Idee und dem konkreten Konzept der Anwendbarkeit liegen tatsächlich sehr viele Jahre. Also Schutz und Bewahrung der Natur sollte an erster Stelle stehen, einfach aus dem Gedanken heraus, dass ein gesundes Ökosystem die Grundlage ist für alles. Und da ist nochmal wirklich dieser Bezug zur buddhistischen Tradition und Philosophie in Bhutan und der wirklich sehr ursprünglichen Kultur wichtig zu sagen, das menschliche System kann immer nur ein Subsystem sein und wir können nicht existieren ohne diese ganzen anderen. Das heißt, es geht darum, dieses Bewusstsein von Abhängigkeit und Verbundenheit zu kultivieren und ihr seht, es gibt diese abgerundeten Rechtecke, die sind immer die äußeren Dimensionen dieser Säule darstellen. Und es gibt aber noch in diesem kleinen Bereich, der die innere Dimension darstellt. Also was brauche ich eigentlich in mir für eine Qualität, um ein Äquivalent zu dieser äußeren Dimension bilden zu können? Und das ist im Bereich der Ökologie, ist das Mitgefühl. Also wenn ich
nicht fähig bin zum Mitgefühl, dann ist es extrem schwer, mich für andere Lebensformen verantwortlich zu fühlen, Fürsorge zu entwickeln. Dann haben wir oben rechts Gesellschaft und Wirtschaft, spielt auch hier eine Rolle, aber eben die Frage, wie kann sie sich nachhaltig und gerecht entwickeln, also ökologisch und sozial bewusst sein und ethisch verantwortlich sein. Also wir gehen davon aus, es gibt Grundbedingungen, die erfüllt sein müssen, um auch anderes menschliches Wirken zu ermöglichen. Ja, also wir können schlecht Kultur erzeugen, wir können schlecht alle möglichen Dinge von positivem Wirken entfalten, wenn nicht gewisse Grundbedürfnisse gesichert sind. Das heißt aber, wir müssen hier trotzdem schauen, dass die planetaren Grenzen einen ganz klaren Rahmen bieten. Und hier ist das Prinzip der Solidarität wichtig. Also es kann nie darum gehen, dass es mir gut geht auf Kosten anderer, sondern es muss auch hier diese Verbundenheit betrachtet werden. Und damit ist die innere Dimension die Inklusivität. Also die Frage, wie können alle teilhaben? Dann gibt es den Bereich Bewahrung und Förderung der Kultur. Und da ist einfach der Grundgedanke, dass Kultur der Nährboden ist, eigentlich für auch eine Essenz des Menschseins und dass Kreativität eine sehr, sehr wichtige Dimension des Menschseins ist, die wir aktiv fördern sollten. Und hier ist die innere Dimension die Freude. Also die Frage, wie wir miteinander auch gesellschaftlich Freude kultivieren. Und zuletzt die guten Führungsstrukturen, manchmal auch gute Regierung genannt, ist einfach die Frage, wie Führung in politischen und also in Politik und in Organisationen sein kann, dass sie den Bedürfnissen der Gesellschaft dient. Also das finde ich auch gerade, es klingt so banal, aber zu sagen, Organisationen und Institutionen sollen eigentlich der Gesellschaft dienen und nicht Menschen dienen Organisationen oder irgendwelchen einzelnen Profitinteressen. Hier geht es also um Gleichberechtigung und die innere Dimension, die wir dafür brauchen, ist die liebende Güte. Also die Fähigkeit, anderen gegenüber ein bedingungsloses Wohlwollen eigentlich zu entwickeln. So, das sind die vier Säulen und ich habe den größten Teil dessen, was ich erzählen möchte, jetzt erzählt. Also es wird jetzt gleich etwas interaktiver. Die vier Säulen wurden dann etwas später in neun Bereiche untergliedert und das ist der erste Schritt, wo es tatsächlich Richtung Messinstrument geht, sage ich jetzt mal. Also in Bhutan ist das Ergebnis gewesen, dieser Überlegung zu sagen, wenn es um gesellschaftlichen Wohlstand, um Glück und Zufriedenheit geht, dann sind diese neun Bereiche relevant. Und was sehr, sehr spannend ist, ist, dass es hier überhaupt nicht um Glücksmaximierung oder sowas geht, sondern es geht darum, diese Bereiche in Balance zu bringen. Also es ist überhaupt nichts gewonnen, wenn wir zum Beispiel wahnsinnig viel kulturelle Vielfalt haben, die aber auf Kosten der ökologischen Vielfalt geht. Ich weiß nicht, ob das gerade komplett Sinn ergibt, aber ja, also ein klassisches Beispiel ist, wenn ich jetzt auf mein eigenes Leben schaue und ich habe einen hohen Lebensstandard, aber der Bereich der Zeitverwendung, der ist extrem eingeschränkt, weil ich einfach so viel arbeite. Oder meine sozialen Beziehungen sind sehr, sehr schlecht aufgestellt, weil ich so wenig Zeit habe, mich mit Menschen tatsächlich Zeit zu verbringen, die mir wichtig sind. Genau. Was hier also interessant ist, ist, dass es nicht das Prinzip verfolgt, mehr ist immer besser, sondern dass wir auch definieren, und das passiert auch hier, was ist die Suffizienzschwelle? Also wann ist genug? Das bedeutet zum Beispiel, ich bleibe mal beim Lebensstandard, ja, ganz klar zu sagen, es gibt auf jeden Fall eine Grenze, bis dahin ist es gut, wenn das Einkommen, das Menschen zur Verfügung steht, zunimmt. Aber irgendwann ergibt es einfach keinen Sinn mehr. Also es trägt zumindest nicht weiter zur Zufriedenheit und zum Wohlbefinden bei. Und das führt jetzt zu weit, da kann ich vielleicht später noch was zu sagen. Ihr seht diese Bereiche, ich muss die vielleicht jetzt gar nicht so viel weiter vorstellen. Ich habe jetzt einen kleinen interaktiven Part für euch, weil ich immer finde, man kann das am allerbesten selber erproben und verstehen, wenn es einfach handfest wird.
Deshalb habe ich jetzt die gleiche Folie gleich nochmal, aber mit einer Frage in jedem Kreis. Und ich möchte euch einladen, zu zweit zusammenzugehen und ganz spontan einfach zu teilen, ein bis zwei Bereiche auszusuchen und kurz zu teilen, wo stehe ich da eigentlich in meinem Leben? Inwiefern kann ich dieser Aussage zustimmen? Und ihr könnt natürlich aussuchen, so, worüber möchtet ihr sprechen, worüber möchtet ihr nicht sprechen? Und ich würde euch bitten, vielleicht einfach jetzt direkt euch zu zweit zusammenzufinden. Und die Menschen, die jetzt online dabei sind, die können sich einfach selbst die Fragen stellen. Die haben jetzt leider wahrscheinlich niemanden zum Austauschen. Und ich hoffe, man kann es halbwegs lesen. Dann gerne auch hier die Gedanken zu Ende bringen. Und dann ist meine Frage, ob es jetzt schon etwas gibt, was gerne in die große Runde geteilt werden möchte. Alternativ habe ich auch nur noch so 5 Minuten Input, glaube ich. Dann würden wir sowieso das Gespräch eröffnen. Aber wir können auch super gerne jetzt direkt so einen frischen Impuls, wenn es irgendwo sprudelt. Das ist eine Meldung. Wir sind über die Führungsperson ein bisschen gestolpert. Und vielleicht zeigt es auch, woher halt dieser Glücksindex kommt, nämlich doch auch irgendwie aus dem Königreich, in dem es halt um Führungspersonen geht. Und unsere Formulierung war eher dann so Organisationsstrukturen, die das Wohl aller im Blick haben. Also vielleicht auch gleich als Kritik am Glücksindex. Ja. Ja, danke. Super interessant. Also ich habe tatsächlich die alle formuliert. Aber natürlich kommen die, also, ne, aber das ist total spannend, weil ich da wieder meine Denkgewohnheiten gerade entdecke, die natürlich stark geprägt sind, dadurch, dass ich das Konzept aus Bhutan kenne. Und das ist eine spannende Frage, finde, kann man das entpersonifizieren? Weil es tatsächlich sehr, sehr stark auf Personen gedacht ist, dieser Bereich. Ja. Ja, kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Gibt es sonst noch ein Pop-up? Ansonsten möchte ich an der Stelle nochmal sagen, ich habe solche Postkarten mitgebracht, die liegen da vorne. Könnt ihr euch gerne eine mitnehmen, an euren Kühlschrank hängen und euch regelmäßig mal fragen. Weil das ist das Schöne auch an diesen Sachen. Man kann sich das jeden Tag wieder fragen und es kann auch jeden Tag eine andere Antwort geben. Also es ist nicht in Stein gemeißelt. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen und Erproben. Ich möchte jetzt nur noch einen ganz kleinen Schritt weitergehen und einfach, damit ihr das mal gehört habt, erzählen, dass in Bhutan jetzt innerhalb dieser neuen Bereiche es nochmal insgesamt 33 Indikatoren gibt, die ich jetzt nicht vorstellen werde, aber zu denen dann wiederum Fragen entwickelt werden, wo regelmäßig Befragungen auch durchgeführt werden. Und das war in der Vergangenheit, also es hat 2008 eine erste richtige Befragung gegeben, die aber nicht wirklich repräsentativ ist. Die erste repräsentative Befragung gab es 2010 und dann 5 Jahre später, 2015. Und seitdem gab es keine. Ich gehe stark davon aus, konnte leider keine Fakten dazu finden, dass es mit Corona zu tun hat. Es ist allerdings auch so, dass es extrem aufwendig und teuer ist, weil da wirklich Menschen durchs ganze Land reisen und Gespräche führen. Und diese Gespräche dauern teilweise 3 bis 8 Stunden, weil es einfach so viele Fragen sind. Was ich aber auch finde, was ein sehr, sehr spannender Aspekt dieses Konzepts ist, zu sagen, da gibt es Menschen, die sich so viel Zeit nehmen, anderen zuzuhören. Ja, und auch das kann mir als Bürgerin eventuell das Gefühl geben, es ist relevant, wie es mir geht. Ja, das jetzt erstmal so gesagt. Ich komme jetzt nochmal zu ein paar anderen Dingen. Und zwar, ja, war das jetzt betont und überaus positiv, was ich erzählt habe. Und es hat vor allem damit zu tun, dass ich das Konzept kennengelernt habe, vor allem im Hinblick auf die Frage, was können wir daraus mitnehmen für die Gestaltung des eigenen Lebens und von Organisationen insbesondere. Das bedeutet,
dass sozusagen diese Herausforderungen, die möglicherweise damit einhergehen, ein ganzes Land auf dieser Basis aufzustellen und zu führen, man die so ein bisschen umschiffen kann. Und ich jetzt gerade in Vorbereitung auch auf das Seminar, was wir gerade machen, ich mich nochmal sehr auch in die aktuelle Literatur eingearbeitet habe und so. Und ich es sehr, sehr spannend finde, wie viele Ambivalenzen es da auch durchaus gibt. Und da möchte ich jetzt zumindest nochmal kurz drauf eingehen. Nicht wahnsinnig detailliert, aber immerhin, dass es im Raum ist und wir da auch gleich nochmal drüber diskutieren können. Was sind so die Hauptkritikpunkte an diesem Konzept, wenn man jetzt auf Bhutan blickt? Und dann habe ich, dass ihr es schon mal gehört habt, ich könnte optional gleich noch ein, zwei Beispiele geben, wie kann so eine Form von Anwendung auch im Westen eigentlich aussehen. Also, ich glaube, der stärkste Vorwurf, den es gibt, also dieses ganze Konzept, die Geschichte mit dem König stimmt auf jeden Fall. Also es ist etwas, was top-down passiert. Und was einen sehr, sehr starken, ja, mit einem starken Nationalismusvorwurf einhergeht. Also es gibt tatsächlich diesen Slogan One Nation, One People. Es wird ganz stark hier kulturell homogenisiert. Also dieser Aspekt, dass die buddhistische Kultur einen hohen Wert hat in der Gesellschaft, das soll sozusagen auch so bleiben. Und es geht so weit, dass ja eigentlich kulturelle Minderheiten sehr wenig Raum haben. Ich glaube, braucht man gar nicht mehr zu sagen, dass es überaus problematisch ist, dass es bis dahin geht, dass gewisse Bevölkerungsgruppen eigentlich kein Aufenthaltsrecht mehr hatten in Bhutan. Und dass es hier also den Vorwurf gibt, dass man auch sagen kann, Bruttonationalglück ist eigentlich ein ideologisches Instrument und es dient eigentlich der Vereinheitlichung der Menschen, die da sind und der einer Stabilität, einer Sicherheit des Staates. Es wird in gewisser Form auch Opposition irgendwie ausgeschaltet. Was tatsächlich der Fall ist, ist, dass 2008 aus Initiative des Königs, der dann abgedankt hat und an seinen Sohn übergeben hat, Bhutan von der Monarchie zur konstitutionellen Demokratie oder konstitutionellen Monarchie geworden ist, also jetzt ein Parlament hat. Und das tatsächlich gar nicht so häufig vorkommt, dass das freiwillig von den MachträgerInnen ausgeht. Allerdings gibt es auch da ziemliche Zweifel, inwiefern das Parlament, was es gibt, so ist, wie wir uns es vielleicht in unserem Demokratieverständnis vorstellen. Also das heißt, der Monarch hat immer noch sehr, sehr hohe Entscheidungsmacht darüber, wie werden gerade hohe Posten besetzt. Und auch bei sehr vielen wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel Sicherheitsentscheidungen oder auch diesen ganzen bruttonationalglückbezogenen Entscheidungen, hat er im Grunde immer noch die letzte Entscheidungsgewalt. Also aus unserem Verständnis noch ein bisschen weit weg von guter Regierung. Dann den Aspekt der Ungleichheit. Also es geht ja immer noch um Entwicklung und es geht darum, Menschen auch ein besseres Leben zu ermöglichen, als sie es vorher hatten, in einem extrem armen Land, was wenig Ressourcen hat und wenig wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten. Also Bhutan hat Einnahmen eigentlich hauptsächlich aus Tourismus, der aber sehr, sehr stark begrenzt ist, weil sie eben versuchen, die Ökologie zu schützen und auch die Kultur zu schützen. Und eben, es wird sehr viel Strom aus Wasserkraft verkauft, nach Indien hauptsächlich. Das sind eigentlich so die zwei großen Einnahmequellen. Und dann gibt es immer noch sehr viel Entwicklungshilfegelder tatsächlich, die den Staatshaushalt mitdecken. Und die Ressourcen sind aber begrenzt. Also es gibt da gar nicht viel Möglichkeit, was zu tun. Und jetzt ist es so, dass die Bildung immer besser wird. Also tatsächlich ist in Bhutan der Zugang zum Gesundheits- und Bildungssystem komplett kostenfrei, was auch mit diesen Reformen einhergegangen ist. Und jetzt aber die Situation ist, dass es sehr, sehr viele hochgebildete Menschen gibt, die aber keine Jobs haben. Also es gibt keine Arbeit für diese Menschen. Und damit geht natürlich auch eine Verstädterung einher. Traditionell gibt es sehr viel Subsistenzlandwirtschaft, ja, was jetzt einfach nicht mehr wahnsinnig attraktiv ist. Und auch Bhutan, also auch hier hat es technologische Entwicklung gegeben, natürlich nicht in dem Maßstab, den wir kennen, aber es gibt immer mehr westliche Impulse, die reinkommen und damit steigen natürlich auch Wünsche und Erwartungen. Und es gibt da
plötzlich Vorbilder, die einfach vorher nicht da waren. Oder Lebensentwürfe, die vorher nicht in Reichweite waren. Was ich nochmal betonen würde, ist tatsächlich diese Position, die das Kollektive hat. Also ich habe über das Verständnis von Glück gesprochen und dass ich nie glücklich sein kann, wenn es den Menschen um mich herum nicht gut geht. Das beinhaltet aber ein bisschen die Gefahr, dass hier das Kollektive eben komplett über das Individuelle gestellt wird. Und es ist keines der beiden Extreme ist gut, aber das ist auf jeden Fall gerade in einer Kultur, wo es ja vielleicht sehr stark veranlagt ist, auch zu sagen, die Entscheidungen, die für uns getroffen werden, die sind gut und ich füge mich der Führung, ist es möglicherweise mit Vorsicht zu genießen. Also das nochmal so als andere Seite des Märchens. Und nichtsdestotrotz ist es mir total wichtig, hier die Frage zu stellen, wie können wir das aushalten, dass beides wahr ist? Also ich komme nochmal zurück zum Buddhismus, wo eine der zentralen Lehren im Grunde ist, dass immer alles nebeneinander existiert. Ja, also wir werden nie in einer Welt leben, in der es nur Glück gibt. Und wie können wir eventuell Inspiration schöpfen aus einem Konzept wie dem Brutto-Nationalglück, während wir gleichzeitig anerkennen, dass sehr, sehr vieles in Bhutan nicht gut läuft. Ist es möglich und wie können wir da einen Weg finden? Und das ist im Grunde meine Eröffnung des Gesprächs. Genau, ich habe, wie gesagt, ich könnte noch ein, zwei Sachen sagen zum Thema Brutto-Nationalglück in der Bildung und in Organisationen. Das ist ein bisschen blöd aufgeschrieben. Gemeint ist die Armut in der Stadt versus die Armut auf dem Land. Also dass tatsächlich die Menschen in der Stadt gar nicht mehr so arm sind, aber eben die Landbevölkerung nach wie vor sehr arm ist. Wobei das auch wiederum mit Vorsicht zu genießen ist, weil das sind ähnliche Zahlen, wie die wir vorhin besprochen haben und eben sehr viel Subsistenzlandwirtschaft betrieben wird, wo dann die Frage ist, was bedeutet Einkommen, wenn man eigentlich sehr wenig zukaufen braucht, sehr wenig Geld in dem Sinne braucht. Okay, ich habe eben noch so ein Nicken gehört. Ganz kurz angerissen. Die Organisation, von der ich jetzt berichte, die hier aktiv ist, heißt Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing mit Sitz in der Schweiz, die aber sehr aktiv sind in Vietnam. Was damit zu tun hat, dass der Gründer Havin Thaw halb Franzose, halb Vietnamese ist und da starke Bezüge hat. Und er hat im Grunde, das würde ja zu weit führen, aber er ist sehr tief verwurzelt im Brutto-Nationalglück, hat auch in Bhutan lange an diesem Konzept mitgearbeitet und ist jetzt aber ja, in anderen Bereichen tätig und versucht, diesen Transfer herzustellen. Und er hat diese Idee von Happy Schools ins Leben gerufen, weil der Gedanke eben ist, es braucht eine Transformation auf allen Ebenen. Ja, das bedeutet auch in der Bildung, das bedeutet auch in der Wirtschaft. Das reicht nicht, wenn wir nur an der Politik, also auf der Politikebene ansetzen. Und hier war die Frage, die Leitfrage, wie können wir jetzt diese Prinzipien von Brutto-Nationalglück in unsere Schulen bringen? Und da möchte ich nochmal zurückgehen zu diesen drei Ebenen oder wir nennen das Three Modes of Care. Also wenn wir davon ausgehen, es ist wieder dieses Ich, die anderen und die Natur, dass wir im Grunde in drei Situationen von Abgetrenntheit haben. Ja? Wir sind abgetrennt von uns selbst in einer gewissen Form. Wir müssen also wieder in dieses Selbstfürsorgeverhältnis kommen. Wir sind abgetrennt in unseren sozialen Beziehungen von anderen in vielen Fällen. Ich glaube, wir sind hier nicht repräsentativ. Das heißt, wir müssen auch wieder lernen, Fürsorge für andere zu betreiben und eben auch diese spirituelle Abgetrenntheit, also das Vergessen darüber, dass wir eigentlich nicht existieren können, ohne all das, was um uns herum ist, an Leben. Und auch da wieder in den Kontakt zu kommen. Was natürlich gerade in irgendwie Riesenstädten in Vietnam, wo Kinder aufwachsen ohne Kontakt zur Natur, unglaublich herausfordernd ist. Also wie schaffen wir das eigentlich?
Genau, und die Idee ist, aus diesen drei Ebenen eigentlich Module zu schaffen und da erstmal die Lehrpersonen durchlaufen zu lassen. Und das hat dann ganz viel auch zu tun mit tatsächlich Achtsamkeit, aber ich sag mal nicht spiritueller Form von Achtsamkeit, mit verschiedenen, ja, ich meine, im Grunde geht es viel auf der zweiten Ebene um sozial-emotionales Lernen. Also wie lerne ich, gute Beziehungen zu gestalten und zu pflegen? Und natürlich auch die Verbundenheit zur Natur. Das können Sachen sein wie Deep Ecology. Also wie kann ich durch Übungsformate wieder meine Verbundenheit wieder entdecken? Und dieser ganze Bereich fokussiert natürlich total diese innere Dimension, von der ich vorhin gesprochen habe. Also es geht hier gar nicht so sehr um die Strukturen, sondern tatsächlich um das, was in mir lebendig ist. Und habe ich kurz den Faden verloren? Genau, ich wollte sagen, das ist das, was man auch als Happiness Skills bezeichnet. Ja? Kann man auch viel drüber diskutieren, werden wir hoffentlich auch noch. Und im Grunde ist es auf der Ebene der Organisation ist es ganz ähnlich. Also hier schulen der Gedanke, erstmal die Lehrkräfte auszubilden, in dem Sinne, dass sie natürlich auch Vorbilder sind, dass sie etwas verkörpern. Und es gibt viele Studien darüber, dass Lehrpersonen tatsächlich viel mehr über ihre Persönlichkeit wirken, als über das, was sie inhaltlich vermitteln. Ja, und da gute Grundlagen zu schaffen. Und was sehr, sehr interessant ist, das möchte ich hier noch teilen, das Pilotprojekt hat tatsächlich vor Corona begonnen und sie haben festgestellt, als dann der Lockdown kam, dass diese SchülerInnen, die teilgenommen haben in diesen Pilotprojekten, sehr, sehr viel besser mit der Pandemie klargekommen sind und mit der plötzlichen Isoliertheit, der Unsicherheit, diesen ganzen Krisen, sag ich mal, die da aufgekommen sind. Okay. Organisation gar nicht so sehr viel anders auf der inneren Dimension. Auch da der Ansatz zu sagen, wir schulen erst Führungskräfte, weil die im Grunde eine Teamkultur schaffen, weil die etwas verkörpern, etwas weitergeben können und weil die auch ganz stark die Atmosphäre und die Arbeitskultur prägen. Hier kommt aber noch mehr die äußere Dimension auch in den Vordergrund, wo man sagen kann, da bin ich jetzt nicht so sehr reingegangen, aber anhand dieser neuen Bereiche zu schauen, wie kann ich eine Befragung gestalten in der Organisation, um herauszufinden, wie geht es eigentlich den Menschen, die hier arbeiten, wie sehen die Organisation, wo gibt es Bereiche, die wir verbessern können und müssen und dann erstmal zu identifizieren, welche Bereiche haben eigentlich Priorität. Und die Fragen dienen einmal natürlich der Analyse, aber auch bei einer wiederholten Befragung, das ist im Grunde die Idee, auch der Möglichkeit, Veränderungen festzustellen. Also wenn ich jetzt beispielsweise, und wir sind hier wieder in Vietnam, Bietes ist ein sehr großes Schuhunternehmen in Vietnam, die an die 10.000 Mitarbeitenden haben, also wirklich ein sehr großer Player. Das wäre eine weitere Dreiviertelstunde zu erzählen, wie dieses CEO dazu gekommen ist, sich dem Bruttonationalglück zuzuwenden. Aber hier, der Abend ist, schreitet voran. Egal, ich setze neu an. Also, es ist ein großes Unternehmen und hier eben zu schauen, was haben wir eigentlich schon für Strukturen? Wie tragen die oder welchen Einfluss haben die auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, ja, oder auf unseren Impact auch als Organisation? Und ich wollte von der Gesundheit berichten. Genau. Also Beispielbereich der Gesundheit in dieser Organisation. Das sind natürlich viele Menschen, die am Fließband arbeiten, die dementsprechend nicht so gut für ihre körperlichen Bedürfnisse sorgen können. Und da ganz konkret zu schauen, okay, das haben wir jetzt identifiziert, was können wir für Maßnahmen entwickeln, die genau da ansetzen? Wie können wir Schulungen zur Verfügung stellen im Rahmen der Arbeitszeit, die Menschen zeigen, wie sie besser präventiv für sich sorgen können? Und dann eben in der wiederholenden oder in der nachfolgenden Befragung zu schauen, was hat sich verändert? Und tatsächlich, und da ist wieder diese Frage nach dem, auch so ein bisschen diesen Effekt der Aufmerksamkeit, ja, dass viel Zufriedenheit möglicherweise dadurch entsteht, dass die Menschen sich gesehen fühlen. Ja, und auch hier kann man
naja, kann man viel diskutieren. Ich mache jetzt nicht zu viele Fässer auf. Eine Sache, die ich hier vielleicht noch sagen möchte, ist, dass es wirklich wichtig ist, finde ich, GNH oder Bruttonationalglück nicht nur als Tool zu sehen, sondern eher wirklich als eine Philosophie. Und an diesem Beispiel zeigt sich, dass einfach die Sinnhaftigkeit des Tuns sich verändert, dadurch, dass jemand sagt, das ist jetzt unser Konzept und es geht nicht darum, dass wir den Profit maximieren, sondern es geht darum, dass wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, der auf vielen Ebenen gut aufgestellt ist. Ja, und das heißt natürlich, also wenn man Schuhe produziert, kann man nicht hundertprozentig ökologisch korrekt sein. Das wird nicht funktionieren, aber zu versuchen, das im Bewusstsein zu haben und immer wieder Verbesserungen zu erzielen, ja, dass diese Balance möglichst gut hergestellt ist und eben Verantwortung zu übernehmen gesellschaftlich. Und es hat sich in der Corona-Zeit zum Beispiel auch so gezeigt, dass es komplette Einnahmeausfälle gab, was natürlich für eine Organisation mit fast 10.000 Menschen irgendwie ganz schön schwierig ist. Also wie sorge ich dafür, dass die Menschen weiterhin Essen auf dem Tisch haben? Und es zum Beispiel passiert ist, dass Führungskräfte von sich aus gesagt haben, okay, ich brauche eigentlich nicht so viel, ich kann von meinem Gehalt was abgeben und das kann umverteilt werden. Ja, oder dass die Kantinen der Produktion offen bleiben konnten und aber für Menschen einfach in der Stadtbevölkerung gekocht wurde und die das Essen vor ihren Schuhläden einfach verteilt und gespendet haben. Und das im Grunde aus einem Durchdringen von dieser Philosophie heraus und nicht zu sagen, uns geht es nur darum, das zu verkaufen, unser Produkt zu verkaufen, sondern es geht eben darüber hinaus. Und natürlich spielt es auch in einer gewissen Form wieder positiv zurück, weil die Bevölkerung merkt, hey, denen geht es nicht darum, nur darum, ein Produkt zu verkaufen, sondern das ist ein bisschen mehr und möglicherweise kaufe ich auch lieber da meine Schuhe als woanders. Ja, also ich will das auch jetzt nicht verschweigen, dass das auf jeden Fall eine Wechselwirkung hat. Aber trotzdem dieses Standing zu haben, zu sagen, es wird gerade eng und trotzdem bleiben wir dieser Linie treu. Okay. Zeit für Fragen, Kommentare. Danke erstmal für deinen Geschichten erzählen, das war sehr toll. Meine Frage wäre, weißt du, wie die Bevölkerung in Bhutan das selbst sieht, ob sie dieses Konzept gut findet oder eigentlich auch lieber nur einen anderen Messfaktor hätte? Ja, danke für die Frage. Das ist tatsächlich was ich unheimlich schwierig finde. Schon allein, was auf Forschungsebene existiert, ist recht schmal und einseitig. Einen Zugang zur Bevölkerung zu finden, ist schwierig. Ich habe im Grunde nur über drei Ecken so persönliche Erzählungen. Also mein Verständnis ist, und keine Ahnung, ja, es ist wirklich einfach nur meine Wahrnehmung, dass die allermeisten Menschen das tatsächlich gut finden, aufgrund dieses Empfindens von, es ist relevant, wie es mir geht in diesem Land. Also ich werde wahrgenommen. Und es gibt Diskussionen darüber, weil das eben sehr kostspielig ist, diese Befragung durchzuführen und Bhutan eben nicht so ein großes Budget hat. Aber meines Wissens finden die tatsächlich eher auf politischer Ebene statt und nicht so sehr an der Bevölkerung. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ist mit den Menschen, die immer noch ja unter ziemlich ärmlichen Bedingungen leben, ja, wie die sozusagen mit dieser Außendarstellung auch, wie es denen damit geht. Mich würde interessieren, wie du meinst ja auch, dass du es eher gerne als Philosophie betrachten würdest, wie du die Quantifizierung vom Bruttonationalglück findest, also das runterzubrechen auf immer mehr Indikatoren und das auch so ein bisschen ähnlich wie ein BIP anzuwenden, ob du es generell positiv siehst oder eher das als Philosophie gerne behalten wollen würdest? Ja, danke für die Frage. Also tatsächlich halte ich persönlich nicht viel davon. Ich verstehe, wo es herkommt. Wir haben vorhin lange darüber diskutiert, warum ist das BIP immer noch so mächtig, obwohl wir alle wissen, dass es eigentlich total unzureichend ist. Und dieser Vorwurf, naja, man muss es ja messen können, man muss, wie in der VWL, erstmal die Sprache sprechen lernen.
es muss irgendwie anschlussfähig sein und es ist natürlich total schick, wenn du so einen Indikator hast, der sagt 0,7, was weiß ich. Ja, ich glaube, die Kraft, und so arbeite ich auch eigentlich ausschließlich, liegt eher tatsächlich im Prozess, sich die Bereiche anzuschauen, zu schauen, welche Fragen sind passend. Und für mich gibt es auch nicht das GNH oder das Bruttonationalglück, sondern im Grunde braucht jeder Kontext eine Adaption. Also ich muss es immer wieder anpassen und schauen, vielleicht sind auch gar nicht alle Bereiche jetzt gerade wichtig. Und dann eher zu überlegen, wie kann ich Fragen stellen? Wie kann ich die passenden Maßnahmen entwickeln? Wie kommen wir überhaupt in ein Gespräch darüber? Ja, also das in diesem Sinne, so meine ich Philosophie, sich auf diesen Weg zu machen und auch zu wissen, dass der Weg niemals abgeschlossen ist. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Und die Frage wäre, wie du diesen Trend der Achtsamkeit und so bewertest, der ja doch irgendwie auch medial ein bisschen ausgereift ist. Und siehst du das als positive Entwicklung hin, dass wir alle so ein bisschen mehr von dieser Philosophie in uns aufbauen? Oder ja, wie bewertest du das? Hast du den Spiegelartikel gelesen? Nee, würde ich jetzt aber gerne, ja. Das hätte gut sein können. Es gab vor 4 Wochen ungefähr, gab es einen sehr kritischen Spiegelartikel über Achtsamkeit und ja, es ist recht lang, kann ich jetzt nicht zusammenfassen. Ist eine sehr gute Frage und ich kann die nicht eindeutig beantworten. Für mich ist tatsächlich die Frage, glaube ich, der Intention und was. Also ich würde selber sagen, also ich praktiziere in der buddhistischen Tradition, aber für mich ist es eben kein Tool, sondern für mich ist es ein Weltbild. Also es ist irgendwie eine spirituelle Praxis und ein spiritueller Entwicklungsweg. Und ich aber ganz, ganz viel erlebe, dass diese Dinge auch spirituell entleert und verkauft werden. Und gerade auch in Unternehmenskontexten. Und da hadere ich für mich auch. Also ich bin auch, ich habe die Idee, irgendwie beratend tätig zu sein in Organisationen und merke aber in der Praxis, wie schwierig es ist, nicht in sowas reinzukommen, wo es zu einem reinen Instrument wird, und frage mich da auch so ein bisschen, wie weit ich da eigentlich ethisch gehen kann, auch im Hinblick auf die Frage, dass es möglicherweise Menschen resilienter macht, in einem System zu laufen, gegen das ich eigentlich bin, ja, das ich eigentlich gern verändern möchte. Und ich glaube, ich kann das aber nur verändern, wenn ich wirklich diesen spirituellen Funken auch kriege und merke, okay, alles, was wir transformieren, können wir eigentlich nur miteinander und füreinander transformieren. Und es kann nicht um ein reines, ego-gesteuertes Projekt gehen. Aber es ist ein unglaublich schwieriges Thema und deshalb, ich bin da extrem ambivalent, glaube ich. Ja, vielen Dank auch von mir. Ich finde das auch sehr, sehr interessant. Was ich mich gefragt habe, ich finde, das ist so ein strahlend positives Beispiel aus Bhutan. Spielt das denn auch irgendwo anders auf der Welt noch eine Rolle, dass du den Eindruck hast, okay, das ist ein gutes, auch irgendwie politisches System, finde, oder Leitbild für die Politik, dass das auch sich weiter verbreitet? Ist das dein Eindruck? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich kenne jetzt nur diese wirklich Mikroanwendungsfelder. Also es gibt Organisationen, die Interesse haben, auch zunehmend im Westen, noch eher aber in Asien tatsächlich, weil das kulturell einfach näher ist. Und meine Erklärung ist, und da werden wir morgen im Seminar auch noch mehr drauf schauen, also dieses Konzept Bruttonationalglück konnte so in einem buddhistischen Kontext entstehen. Es wäre so bei uns in anderer Form entstanden, möglicherweise. Aber ich glaube, es ist total schwierig, das so eins zu eins zu übersetzen und dass man es deshalb auch wirklich anpassen muss und gucken muss, wie das passt, wie das stimmig ist, weil einfach gewisse Grundbedingungen nicht gegeben sind in der Weltsicht, auch im Selbstverständnis. Interessant finde ich, zu dem, was du gesagt hast, Bhutan hat dieses Thema von Glück und Zufriedenheit, Wohlbefinden in der UN sehr groß gemacht. Das war 2011. Und da sind plötzlich alle aufgesprungen und haben gesagt, wow, wie toll. Und dann wurde der Weltglückstag ins Leben gerufen. Und tatsächlich kam ein Diskurs darüber in Gang, aber mit dem Ergebnis, dass die UN
ihr eigenes Messinstrument entwickelt hat. Also Bhutan war mit Auslöser, aber es war dann irgendwie trotzdem nicht stimmig, damit weiterzuarbeiten. Warum genau, weiß ich nicht oder habe ich mich noch nicht ausreichend mit beschäftigt. Aber ich finde, es ist halt ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass es nicht kompatibel ist mit primär westlichen Denkweisen. Bei dem Unternehmen, dem Schuhunternehmen, was weißt du, haben die sich jetzt von Profitmaximierung völlig entsagt? Haben die sich losgelöst von Finanzmärkten oder, keine Ahnung, haben keine Shareholder oder ist es halt doch auch, also das Beispiel mit dem Essen ausgeben und so, das war ja deutlich, dass eben nicht nur um Profitmaximierung geht, also dass sie dafür einen anderen Blick haben. Aber ansonsten ist ja schon die Frage, ob es eben auch ein Tool ist, wie du so ein bisschen gesagt hast, auch dafür Kunden schätzen das eben auch, dass wir uns um die Gesellschaft kümmern und deswegen verkaufen wir vielleicht auch einfach mehr Schuhe. Also wie sehr ist eben die Zielorientierung da wirklich verändert? Weiß ich nicht hundertprozentig. Sie sind auf jeden Fall immer noch profitorientiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß gar nicht, wie viele Eigentümer, Anteilseigner und so weiter es da gibt und was die für Entscheidungshoheit auch haben. Ich weiß, dass, also ich konnte die CEO kennenlernen und habe sie als sehr beeindruckende, sehr bescheidene Person kennengelernt. Und ich weiß aber von ihr auch, als sie mit der Idee um die Ecke kam, das hatte mit ihr bei ihr einen sehr biografischen Hintergrund, dass erstmal ihr Management komplett gesagt hat, was willst du denn? Also das war erstmal ganz schön viel Arbeit, da eine Offenheit für zu erzeugen. Und da weiß ich auch ehrlich gesagt zu wenig über den Prozess. Also die sind, die haben sich auch, glaube ich, sehr gut erholt. Also die stehen bestimmt wirtschaftlich nicht schlecht da und ja. Vielleicht stelle ich dann einfach selber noch eine Frage. Du hattest das jetzt nur angerissen am Anfang. Wie ist das mit diesem Natur, also mit dem Naturverhältnis? Hast du da auch ein bisschen geschaut, wie das sich auswirkt? Also, weil die Frage ist ja wirklich so, ist das sozusagen eine Floskel, auch Naturschutz damit zu verbinden und auch Natur umzuarbeiten und sich verfügbar zu machen im Land, dass das sozusagen miteinander gekoppelt ist? Oder wie ist da so die Entwicklung? Was hast du mitbekommen? Das würde mich, glaube ich, noch interessieren. Aber im Grunde geht es so ein bisschen um die Frage, die wir im Naturschutz oder bei Bauvorhaben oder so haben, ob du den Eindruck hast oder irgendwie dazu was mitbekommen hast, dass es irgendwie von diesem Brutto-Nationalglück Rückkopplungen gibt auf die Änderung oder auf sozusagen Grenzen in dieser Umarbeitung von Natur und Ausbeutung und sich verfügbar machen. Oder ob sozusagen der ganze Frame, der ganze gesetzliche Rahmen direkt so orientiert ist, dass es irgendwie eingepreist ist. Ich glaube, eingepreist ist da tatsächlich relativ wenig. Was ich gut finde, hatten wir auch eben, ne? Dass natürlich all diese Messinstrumente voraussetzen, dass wir ein Preisschild auf alles, also wenn wir sagen, die sollen alternativ sein, die sollen ganzheitlich sein, bedeutet das, alles braucht ein Preisschild, weil sonst kann man damit nicht rechnen. Und da habe ich das Gefühl, es geht Bhutan, kommt aus einer ganz anderen Richtung. Also das erste Bild, was mir gerade in den Kopf schoss, ist, es gibt die Geschichte, wenn eine Straße gebaut wird in Bhutan und da steht ein großer alter Baum, dann baut man die Straße halt um den Baum herum. Müssen die Autos halt eine Kurve fahren, müssen sie halt langsamer fahren, egal. Und da glaube ich, von dem, was ich erlebe, ist es eher so, dass die, ich sag mal, natürliche Entwicklung im Moment gesellschaftlich ist, dass dadurch, dass immer mehr westliche Einflüsse da sind, ja, also immer mehr Leute haben Zugang zu Internet, reisen vielleicht auch, studieren im Ausland und haben plötzlich westliche Lebensmodelle, die ja, sie ansprechen, dass dadurch automatisch ein bisschen mehr Entfremdung passiert, dass auch der soziale Zusammenhalt dünner wird, dass auch kulturelle Verbundenheit dünner wird, dass das eher eine Entwicklung ist, wo Bruttonationalglück versucht, was entgegenzusteuern, ne, wo man auch wieder Kritikpunkte sagen kann, ist das eine politische Agenda und ist das, also wie viel Freiheit steckt da eigentlich drin?
Also den Trend gibt es. Von der rechtlichen Seite her ist es ziemlich safe. Also diese, ne, Beispiel diese Wälder, da ist die Realität sogar über dem, was gesetzlich vorgeschrieben ist, wo sie auch sehr radikal sind. Und das finde ich ist wirklich ein gutes Beispiel, ist der Tourismus, weil die könnten, es gibt hohe Nachfrage, die können unfassbar viel Geld damit machen, aber sie sagen nein, wenn wir mehr Leute ins Land lassen, dann schadet das einfach dem großen Ganzen viel zu sehr. Genau. Und das ist was, das habe ich vorhin übersprungen, fällt mir gerade auf. Also ein Aspekt von, wie das Konzept einfließt in auch die Staatsführung, ist, dass jede Entscheidung, die getroffen wird, einmal auf diese neuen Bereiche geprüft werden muss. Es ist nicht immer wirklich transparent, so wie der Prozess abläuft und was da passiert, aber das ist im Grunde, wie es vorgeschrieben ist. Ja, und das führt dann zum Beispiel zu solchen Entscheidungen, wie man tritt nicht der WTO bei, also der World Trade Organization. Das war mal Thema und es hätte sehr viele Vorteile gebracht, jetzt aus einer rein ökonomischen Sicht, aber sie haben sich dann dagegen entschieden, weil es auch eben in anderen Bereichen negative Effekte gehabt hätte, weil es mehr Abhängigkeiten erzeugt hätte, mehr Output-Druck erzeugt hätte und so weiter. Da vielleicht anschließend, hast du Einblicke oder irgendwas gehört, wie die Arbeitskultur dann bei nationalen Unternehmen aussieht? Also wie viel arbeiten die Menschen? Wie ist das? Gibt es Hierarchien? Wie ist das strukturiert dann unternehmensintern? Also der Wirtschaftssektor insgesamt ist sehr klein. Deshalb sind tatsächlich auch diese Prototypen von Bruttonationalglück in Organisationen eher im Ausland. Und insgesamt würde ich sagen, ist schon Bhutan ein eher hierarchisches Land, ja, also auch kulturell gesehen, wo Status eine Rolle spielt, wo Patriarchat eine Rolle spielt, wo es auf jeden Fall noch keine Gendergerechtigkeit gibt, wo es Respekt vor Lebenserfahrung und Alter gibt, wo auch die Monarchie immer noch sehr, sehr hohes Ansehen genießt. Also da wäre ich nicht so optimistisch. Ich glaube, wenn ich da jetzt in der Organisation wäre, würde ich wahrscheinlich denken, okay, hier bleibe ich nicht so lang. Du meintest, dass das Bruttonationalglück schwierig auf andere Länder oder gerade auf westliche Länder so übertragbar wäre. Gibt es für dich andere Messinstrumente oder Indikatorensysteme, die für dich besser auf den Westen passen würden und trotzdem in Richtung Nachhaltigkeit gehen? Ich bin keine Expertin für Messinstrumente. Das hatten wir vorhin. Also tatsächlich, aber vielleicht bin ich da auch zu idealistisch. Ja? Also ich sehe schon irgendwie die Notwendigkeit, die Welt da abzuholen, wo sie steht. Und es ist total utopisch zu sagen, morgen gibt es kein BIP mehr und wir können alle irgendwie ganz subjektiv schauen, was braucht jede Gemeinde. Es wird nicht funktionieren, aber von meinem Gefühl her ist es so ein bisschen das Problem. Also vielleicht komme ich nochmal zurück zu diesem eigentlichen Titel der Veranstaltung, ja, was wir messen wird wichtig. Und ich glaube, das ist eben am Bruttonationalglück interessant zu sagen, wir messen nicht nur Wirtschaftsleistung, sondern wir versuchen irgendwie ein ganzheitliches Bild zu erzeugen, um eben eine Balance zu schaffen. Und das spricht aber trotzdem die Sprache des BIP mehr oder weniger. Ja, es versucht, das irgendwie zu erweitern. Aber da merke ich für mich jetzt ganz persönlich, dass es einfach nicht weit genug geht, weil es dieser Logik nicht entkommt. Und das ist, also es ist im Grunde diese Geldlogik, die da drin bleibt, wo ich für mich das Gefühl habe, wir stehen dann trotzdem irgendwann wieder am selben Punkt und ich möchte nicht in einer Welt leben, wo ich meine sozialen Beziehungen bepreise und wo ich Natur bepreise. Und ich wünsche mir, dass Entwicklung passiert aus einem Bewusstsein heraus, dass Natur schützenswert ist, ohne dass sie einen Preis hat, zum Beispiel. Ja, danke für den Vortrag und dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich hätte zwei Fragen eventuell auch. Und zwar die erste ist, gibt es Menschen, die Bhutan von diesem Glück ausschließt? Also wie gehen die mit Grenzen dessen um, wer als Subjekt anerkannt wird, wem noch mit Wohlwollen begegnet wird. Genau. Und halt auch alternative Rechtssysteme, wie sieht ein Gefängnis bei denen aus? Und also nicht nur auf kulturelle Gruppen, sondern auch mit wann könnte eine Person davon ausgeschlossen werden, von diesem Wohlwollen? Zu der zweiten Frage weiß ich gar nichts.
Zu der ersten Frage werden wir morgen Vormittag auf jeden Fall intensiv kommen. Und da kann ich aber sagen, dass das, also das ist einer dieser offenen Kritikpunkte. Also da wird teilweise sogar von ethnischer Säuberung gesprochen. Also es ist ja schon eine ziemliche Konfliktregion, auch mit Tibet und Nepal. Und in Nepal gab es halt sehr gewalttätige auch Umstürze, die sich nicht wieder befriedet haben. Und Bhutan hat immer sehr viel Angst gehabt, dass da was Ähnliches passieren kann und versucht sich eben sehr zu stabilisieren über dieses One Nation, One People, was automatisch bedeutet, dass es gibt zum Beispiel viele Menschen, die eben auch teilweise nepalesische Wurzeln haben, die sich eher im Süden angesiedelt haben, die dann plötzlich ihr Aufenthaltsrecht verloren haben, ja, die im Grunde fliehen mussten. Also ja, so muss man sagen. Also da gehen wir morgen noch mal tiefer rein. Also kann man auf jeden Fall sehr offen sagen, das hat nichts mit Gleichwertigkeit aller Menschen zu tun. Ja, und da ganz klar die Frage ist, also, und das ist vielleicht, und das geht vielleicht schon Richtung Abschlussstatement, ja, wo ich jetzt auch nochmal für mich mitnehme, die Frage, wie kann man es eigentlich schaffen, eine gemeinsame Vision zu schaffen, ohne dass man in diese nationalistischen, vereinheitlichenden Tendenzen kommt. Ja, also wie schafft man es, eine gemeinsame Vision und eine Heterogenität, eine Pluralität nebeneinander stehen zu lassen? Und das eben auf so einer, und Bhutan ist ja ein relativ kleines Land mit nicht viel Bevölkerung, ja, also wenn man das jetzt versuchen würde, auf Deutschland zu denken. Aber es ist eine unfassbar spannende Frage, die, glaube ich, wichtig ist für die Zukunft auch. Ich muss einen Fass aufmachen, aber bei mir im Kopf ist das alles noch ein bisschen wirr. Ich versuche es mal zu schildern. An sich klingt das Konzept für mich total charmant. Also muss ich schon sagen, nur dann, natürlich habe ich dann direkt im Hinterkopf, ja, das ist eine starke Monarchie, ein starker Nationalstaat, total abgeschottet, was mich dann natürlich direkt zurückzucken lässt und wo ich denke, ja, da muss ja was nicht stimmen. Dann gehe ich dem charmanten Gedanken aber mal nach und versuche natürlich trotzdem zu verstehen, ja, warum nutzen wir das nicht in anderen Staaten oder zum Beispiel in Deutschland und versuchen es mal anzuwenden. Dafür könnte es verschiedene Optionen geben. Die eine könnte natürlich direkt sein, natürlich diese Monarchie und Nationalstaatlichkeit, dass das bei uns deswegen nicht zulässt. Oder es könnte sein, genau diese Quantifizierung, die du eben angesprochen hast, dass wir es vielleicht doch auch ähnlich hier versuchen und nicht nur das Bruttoinlandsprodukt messen, sondern ähnlich wie in Bhutan vielleicht, die Monarchie will sich erhalten, bei uns wollen sich vielleicht die regierenden Parteien erhalten und müssen das natürlich im Vierjahresrhythmus schaffen. Jetzt dieses Bruttonationalglück ist wahrscheinlich viel langfristiger angelegt und kann deswegen vielleicht hier nicht angewendet werden. Ein spannender Gedanken, den ich dann trotzdem noch habe, warum messen wir es nicht einfach mal? Also wir könnten es ja einfach mit 1000 Leuten hier messen in Deutschland und hätten diesen Indikator und schauen dann vielleicht mal bei der Folgeregierung, was da so rauskommt. Also wenn es dieses Instrument jetzt wirklich als Messinstrument mit diesen 33 Indikatoren, hast du glaube ich genannt, und mit Befragungen und so, das könnten wir durchaus einfach mal ausprobieren. Und ja, so an diesen ganzen Gedankenkonstrukten stehe ich noch so ein bisschen und insgesamt fällt mir dann so diese Positionierung zum Bruttonationalglück irgendwie schwer. Ist sehr ambivalent bei mir noch im Kopf. Das war so, nur so eine halbe Frage. Ja, ich kann nicht beruhigen, bei mir ist es auch sehr ambivalent und ich habe für mich entschieden, ich finde, es ist eine hilfreiche Orientierung oder ein Leitstern für Bewusstseinswandel auf einer Mikroebene, einem Mikrokontext. Ja, also wirklich Menschen ganz konkret mit dieser Frage zu beschäftigen und ein anderes Bewusstsein von Entwicklung zu schaffen. Und im Grunde, wenn wir das alle tun würden, ja, dann wäre schon viel gewonnen. Natürlich braucht es auch die strukturelle Ebene und es braucht auch die Bewegung von oben. Und da haben wir aber eben auch diskutiert, es gibt so viele Alternativen. Warum hängen wir immer noch beim BIP oder warum, auch wenn andere berechnet werden und da sind, verfügbar sind, warum sind die nicht
irgendwie prominenter. Ja, und da irgendwie natürlich wieder Machtthemen und auch Denkgewohnheiten dahinter stehen. Aber die Antwort gibt es wahrscheinlich nicht. Also meine Warnung ist, dass schon das Bruttonationalglück auch vielleicht aufgrund dieser auch spirituellen Komponente oder ja dieser buddhistischen Wurzeln auch so ein bisschen in die ESO-Schublade geschoben wird, ganz gerne. Und klar, also kann ich auch sehen, warum man das tun kann. Aber es ist eben, wir können auch davon was lernen. Ja, super. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt an dem heutigen Abend. Und das ist ja eigentlich ein positives Zeichen, dass wir jetzt nicht rausgehen mit einem Rezept. Es ist ja in den seltensten Fällen der Fall, sondern meistens verlässt man so einen Input mit mehr Fragen, als man in ihn hereingekommen ist. Und ich würde das als positives Zeichen sehen und als einen Anreiz, das mitzunehmen und weiterzudenken. Und ich fand, du hast ganz toll für uns das Brutto-Nationalglück zerlegt, sowohl im Verständnis von Auffächern und irgendwie mal ein bisschen den Kasten aufmachen und reingucken, aber eben auch kritisch drauf zu schauen und auch die Grenzen und die Möglichkeiten zugleich irgendwie ein bisschen offen zu legen. Und dafür möchte ich dir herzlich danken und auch bei allen, die hier und auch online dabei waren und sich eingebracht haben, denn davon lebt da so eine Diskussion. Also ganz herzlichen Dank und vielleicht sehen wir uns alle mal zu einer anderen Veranstaltung wieder an der Hochschule und ich wünsche euch einen schönen Abend und wir können gerne noch auf dem Getränk hier bleiben und das ausklingen lassen. Danke, Mai.